Dann gibt es auch viele, die wollen einfach ein bisschen was erleben. Auch das ist für sich genommen nichts Schlimmes. Ich hatte im Studium die Chance, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Mancher in anderen, weniger entwickelten Ländern, der hat die Chance nicht, aber der sieht die Chance, mal in Deutschland eine Weile Asyl zu machen und da ein bisschen rauszukommen und was anderes zu erleben. Auch das ist noch keine Motivation, die ich verurteilen möchte. Aber ich möchte es natürlich verurteilen, dass dem so zugesehen wird und dass das wiederum alles mit unserem Geld bezahlt wird. Und dann, wenn man das erstmal verstanden hat, dass eben der Großteil der Leute nicht deswegen kommt, weil er verfolgt ist, und alle, die wir hier stehen, wissen das, dann kann man auch verstehen, dass die, wenn sie hier sehen, oh, das wird doch nichts mit Arbeit und ich kriege hier doch nicht mein neues Gebiss, dass die da auch wieder nach Hause wollen. Und hier fangen die Probleme oftmals erst an. Ich möchte jetzt einen Beispielfall mal schildern. Nennen wir sie mal die Familie X, eine Zigeunerfamilie aus Serbien. Hier angereist mit der entsprechenden Personenzahl. Und nach einer Weile wird aber die Nachricht, kommt bei denen an, dass die Großmutter zu Hause in Serbien schwer krank ist. Die Familie entschließt sich, nach Hause zu fahren, zur kranken Großmutter, um sich zu kümmern. Eigentlich eine ganz vernünftige Sache. So, mit diesem Anliegen gehen sie zur Ausländerbehörde, zunächst zur Stadt Chemnitz. Der Wahnsinn im Asylrecht hat auch Methode insofern, dass drei verschiedene Behörden zuständig sind. Das ist die Ausländerbehörde in Chemnitz, das ist die Landesdirektion, Abteilung Ausländerangelegenheiten, die übrigens hier in diesem Gebäude sitzt, und das ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und ich war selber mal angezeigt, weil ich diese Behörden als unglaublichen Sauhaufen öffentlich bezeichnet habe. Ich weiß nicht recht, wie ich es anders nennen soll. Jedenfalls hat man denen von der Ausländerbehörde Chemnitz gesagt, na, das ist nicht, unsere Pässe sind nicht die bei uns, die sind hier in der Landesdirektion. In der Landesdirektion haben gesagt, nein, geh mal zur Ausländerbehörde Chemnitz. Also erstmal ging das Spiel hin und her, die wollten beide nicht zuständig sein. So, dann war ein verfahrensrechtlicher Fall, dass eben die Eltern, die hatten ihren Antrag dann selber zurückgenommen, den Asylantrag, und die Tochter, da war er schon abgelehnt worden. Die haben gesagt, wir möchten alle zusammen nach Hause fahren. Sagten die Behörden, nein, das geht nicht, weil ihr habt ihn zurückgenommen und du bist abgelehnt, ihr dürft nicht zusammen ausreisen. Verstehe, wer will. So, und dann sagte noch die Mutter, außerdem hätte sie Flugangst, sie würde gerne mit einem eigenen Pkw oder wenn es sein muss, mit dem Bus nach Hause fahren, sogar auf eigene Kosten. Ging auch kein Weg ran, die sollten unbedingt nach Hause fliegen, auf unser aller Kosten. So, und das zog sich dann mehrere Wochen hin, die Großmutter wurde krank und kränker und am Ende war die Großmutter gestorben und die wollten nach Hause dann nur mittlerweile, um sich um die Beerdigung und sonst was zu kümmern. Auch da ging kein Weg ran. Da mussten wir dann vor Gericht erst ziehen, um durchzusetzen, dass die Zigeunerfamilie nach Hause fahren durfte. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein besonders krasser Fall, aber es ist absolut kein Einzelfall. Das ist der Rechtsstaat, ja. Der, wo die Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Deswegen heißt es wahrscheinlich so. Eine Menge mittlerweile Mandanten, mehr aus osteuropäischen Bereich, Russland, Georgien, die schon vor Monaten über uns da geschrieben haben, Asylantrag wird zurückgenommen, möchten bitte unsere Pässe, möchten nach Hause. Das dauert Monate, Monate, wo die Leute hier gegen ihren Willen da behalten werden, wo sie hier weiterhin natürlich uns Geld kosten, weil sie Unterkunft brauchen,
weil sie ihre Sozialleistungen ausbezahlt kriegen. Und das an Leute, die gegen ihren Willen hier sind. Und wenn da schon bei mir in meiner Kanzlei eine nicht ganz kleine zweistellige Zahl von Leuten gerade sozusagen betreut wird, die das betrifft, die monatelang warten, nach Hause zu dürfen, dann können wir das ruhig mal auf ganz Deutschland hochrechnen. Das müssen Zigtausende sein. Und das ist ein Punkt, der auch so nirgendwo in einer Zeitung steht. Es steht zwar da, oder man kann es täglich beobachten, dass es offensichtlich keine Grenzen gibt, wenn jemand rein will. Aber wenn jemand nach Hause will, dann gibt es die Grenzen plötzlich. Da wird beklagt oftmals, dass die ja ihre Papiere, ihre Pässe nicht abgeben, wenn sie Asyl beantragen. Ich kann es mittlerweile keinem mehr empfehlen, seinen Pass da abzugeben, denn wenn er wieder nach Hause will, kriegt er ihn nicht wieder. Und das sind Punkte, die sicher auch irgendwelche Gegendemonstranten einfach nicht wissen oder nicht wissen wollen, dass das ein weiterer großer Wahnsinn ist. Dass hier Leute ohne Grund und auch offensichtlich ohne richtigen Asylgrund in Scharen reingelassen werden, dass sie hier verpflegt werden, dass sie hier jahrelang bleiben, dass sie selbst, wenn sie eigentlich ihren Asylantrag abgelehnt bekommen haben, nicht nach Hause geschickt werden. Und wenn sie nach Hause wollen, dann dürfen sie nicht. Das ist, also da kann man wirklich nur den Kopf schütteln und ein anderes Wort als Asylwahnsinn ist da nicht mehr angebracht. Ein weiterer Punkt ist natürlich, ich habe es gerade gesagt, dass die abgelehnt sind, hier in einem mittlerweile fast 1 Million Leute umfassender Anzahl hier gelassen werden, obwohl sie eigentlich ausreisen müssten. Da wird jetzt schon von der EU ein Verfahren gegen Deutschland geführt, weil Deutschland die Gesetze nicht umsetzt. Denn es sind ja auch EU-weite Regelungen, die das Asylrecht mittlerweile regeln. Wird ja nichts mehr hier vor Ort entschieden, kommt ja aus Brüssel. Und ich muss manchmal sagen, zum Glück, denn oftmals ist es gerade in diesem Punkt, das, was aus Brüssel kommt, wesentlich vernünftiger als das, was die in Berlin machen. Und da muss Deutschland jetzt ein Verfahren gegen sich führen lassen, weil es die abgelehnten Asylbewerber über 600.000 einfach nicht zurückschickt. Auch hier ist das ein offener staatlicher Rechtsbruch. Dann haben wir jetzt gehört, neues Gesetz. Es sollen jetzt Abschiebungen ohne Vorankündigung stattfinden. Kann ich auch wieder auf der Praxis sagen, das war bis jetzt auch schon so. Wird wieder ein bisschen zur Beruhigung der Bevölkerung, damit die denken, ja, na, die machen ja was, die beschließen ja was. Da wird irgendwas reingeschrieben, was gar nicht neu ist und was dann ohnehin wieder nicht umgesetzt wird. Auch jetzt gibt es schon geltende Gesetze, nach denen eben alle, die über ein anderes EU-Land eingereist sind, in dieses EU-Land zurückzuschaffen sind, weil das für den Fall zuständig ist. Das ist das sogenannte Dublin-Abkommen. Aber das wird eben auch einfach nicht umgesetzt. Es wird einfach ignoriert. Es sind nicht nur die eigenen Gesetze, die von unserer Regierung ignoriert werden, es sind auch die zwischenstaatlichen Verträge, die einfach nicht umgesetzt werden. Und das ist ein Wahnsinn. Ja, nach all dem, was ich jetzt ungefähr seit 1,5 Jahren, wo ich mich eben auch mit diesem Thema in der Praxis beschäftige, sagen kann, dieser Wahnsinn hat Methode. Und diese Methode muss weg. Die Frau Merkel ist sicherlich das Gesicht dieser Methode. Aber wenn das Gesicht wegkommt und da ein anderes
dasteht, was das Gleiche macht, ist uns nicht geholfen. Nicht Merkel muss weg, sondern der Wahnsinn mit Methode muss weg. Ich bedanke mich. Danke, Martin. Tja, den Anwalt beim Reden zu stoppen, ist immer nur eine Sehbach. So, wer möchte denn jetzt laufen? Wie ihr alle bestimmt mitbekommen habt, ist die Krabbelgruppe heute auch wieder da. Ich würde mal was Neues probieren. Wenn wir an der Krabbelgruppe vorbeilaufen, lasst uns doch einfach mal ganz freundlich lächeln, den zuwinken und die einfach mal völlig ignorieren. Es ist so angenehm ohne die, vielleicht kapieren die es irgendwann mal. Danke.